mit meinem Dekolleté-Outing. Von der neuen Oper in Oslo, da wollte ich keineswegs provozieren, geschweige denn schockieren. Ich wollte lediglich eine Lanze brechen für mehr erotisches Augenfutter in der deutschen Politik. Wenn ich oftmals so durch die Reihen besonders der männlichen Abgeordneten blicke oder meine Ministerriege kritisch beäuge, muss ich immer wieder feststellen, Macht macht nicht unbedingt verführerisch. Und schon gar nicht sexy. Kein Wunder, dass das deutsche Wahlverhalten immer mehr von rapide um sich greifender Politikverdrossenheit bestimmt wird. Das Auge wählt schließlich mit. Und dem Deutschen Bundestag, da fehlt auch jegliche Stimulanz für die Sinne. Ja, nehmen wir doch nur mal den Sigmar Gabriel. Statt veritable Testosteronbombe ist das doch höchstens eine Cholesteringranate mit Ladehemmung. Und diesen Wolfgang Tiefensee, den könnten Sie mir nackt auf den Bauch schweißen. Da würde ich mich aber ruckzuck losrosten. Der Einzige, der mich hier und da schon mal an meinen sinnlichen Synapsen hat berühren können, das ist der Kollege Seehofer. Der hat so einen leicht angeschmuddelten Ludenscharm. Und das kann schon mal ganz schön prickeln. Wenn sonst nichts anderes zur Hand ist. Aber nur dann, dass es auch anders gehen kann, zeigen die durchaus ansehnlichen Kollegen aus dem befreundeten europäischen Ausland. Nehmen wir doch mal als besonders stimulierendes Beispiel meinen Amtskollegen Sarkozy. Mit dem hatte ich ja schon diverse Begegnungen der schlüpfrigsten Art erleben dürfen. Vor einiger Zeit hatte ich mit ihm mal wieder so ein kleines, intimes Tête-à-tête in Paris. Und kurz vorher hatte ich dem Kollegen Sarkozy noch in meinem gebrochenen Französisch unmissverständlich klargemacht: Ringelpiez gerne, aber nicht mit anfassen. Da musste er wohl das entscheidende Wörtchen nicht überhört haben. Und schon spürte ich seine virile Pranke an den empfindsamsten Stellen meines sanft erbebenden Leibes. Konnte ich natürlich nicht zulassen, deshalb habe ich ihm nur noch kurz im Zögern klipp und klar gesagt: Aus die Maus. Schicht im Stollen. Aber dieses Genug war ihm wohl noch nicht genug. Jedenfalls hat er mich dann kurz darauf in meiner Dienstwohnung in Berlin besucht. Er brachte Champagner mit. Wir hörten die Greatest Hits der Pudis. Er schlang seine Arme um meine Hüfte. Wir tanzten selbstvergessen Stehblues. Er rieb sein leicht abstehendes rechtes Öhrchen an meinen knusprigen Knospen. Und plötzlich spüre ich da etwas Beulendes an meiner Stretchhose. Und ich frage ihn: Na, Nikolaus, das ist der Generalschlüssel vom Élysée-Palast. Oder freust du dich nur so, dass ich bei dir bin? Und es war tatsächlich Letzteres. Aber auch hierbei kam es nicht zum Alleräußersten. Auch hierbei bin ich als Kanzlerin eisern und standhaft geblieben und habe ganz entschieden zu ihm gesagt: Nicht mit mir, mein Lieber. Und seitdem zieht er mit dieser Carla Bruni durch die Landesregierung.
denkt dabei aber angeblich immer nur an mich.